and wish you a pleasant and successful day. Genau. Und ich schließe mich an und sage Servus, Performance Love Friends. Herzlich willkommen hier auf der Essen Motor Show an unserem Stand. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Gianni von Performance Love. Wir machen genau diese Böden seit über 30 Jahren. Das Original. Made in Germany, ganz wichtig. Und deswegen, Großvater hat das ganze Ding erfunden, zusammen mit einem Schweizer. Und deswegen sind wir das Original. Wir haben was Neues und zwar, passt auf, wir haben ja diese LED-Leisten gemacht, bisher nur linear. Diesmal machen wir es sogar, dass wir die Autostellflächen nur beleuchten können. Funktioniert ganz einfach, indem wir einfach diese Leisten fortführen und in Bodenfarbe jetzt neu bei uns im Programm haben. Deswegen Performance Law immer weiter, immer weiter. Ansonsten haben wir ein richtig cooles Design dieses Jahr. Hier haben wir den Ferrari auch von SDR-Gutachten. Dann haben wir hier den GTR 34 von TJ Imports. Also auch zwei mega coole Fahrzeuge, haben dann dementsprechend an den Autos das Design angepasst. Auch hier sieht man wieder, wie individuell dieser Boden doch ist. Und ansonsten haben wir im Stand recht schlicht gehalten. Ihr wisst ja, unsere Stände sind immer recht voll mit Autos. Dieses Jahr haben wir gesagt, nein, zwei Autos reichen, der Rest soll alles Boden sein. Weil darum geht es ja bei uns, Boden. Das heißt, ihr sollt sehen, was können wir, was gibt es Neues. Und deswegen war uns das ganz arg wichtig. Auch hier sieht man ganz genau, also wir haben verschiedene Farben, 27 an der Zahl. Das wissen auch die wenigsten, die denken, wir haben nur die Standardfarben. Nein, nein, wir haben noch viel, viel mehr. Wir haben ja auch vor, Lucky, wann war es? 3-4 Jahre. Da hatten wir, glaube ich, die fluoreszierende rausgebracht. Das heißt, die im Dunkeln leuchtet, kam auch mega cool an. Ansonsten haben wir hier auch noch unsere ganzen Merch-Sachen wie Caps, Reiniger, Duftbäume, alles für euch dabei. Das heißt, vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall in Halle 6. Schmidtfelgen kennt man mittlerweile auch, Sonax ist da. Das heißt, da sind wir in der Nähe. Und natürlich, last but not least, unsere Hexagon Lights. Also ich würde sagen, wir sind einer der mitgrößten Importeure dieser Hexagon Lichter mittlerweile in Deutschland. Allein jetzt im Januar kommen wieder 400 Sets. Deswegen Performance Love Friends. Unsere Hexagon Lights nicht vergessen. Wir haben auch die Preise durch das, dass wir mehr importieren, senken können, weil wir auch einen besseren Preis bekommen haben. Und wir sind da einfach immer fair und sagen, hey, Moment, wir kriegen einen besseren Preis, dann soll unsere Performance Law Family auch einen besseren Preis bekommen. Das heißt, unsere Hexagon 6 setzt für 600 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und was wir haben Aluminiumrahmen. Den machen wir auch selber, den lassen wir machen von einer Behindertenwerkstatt. Das heißt, wir wollen da auch was Soziales tun. Und deswegen wird unser Aluminiumrahmen auch hier in Deutschland bei uns gefertigt. Und deswegen, den gibt es dann on top. Das ganze Set bekommt ihr für 800 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Und Versand ist kostenlos. Das heißt, es gibt viel zu sehen bei uns am Stand. Kommt auf jeden Fall vorbei. Jetzt nehme ich euch mit auf die EMS und wir schauen mal, wer hat denn noch so Performance Floor überall rumliegen. Und vielleicht kriegen wir auch den einen oder anderen vor die Linse. Und herzlich willkommen hier am Stand von Levella. Wir wollten jetzt gerade bei Mutlu vorbeischauen, aber anscheinend schläft er noch. Noch nicht da. Türkische Pünktlichkeit wird hier in Deutschland großgeschrieben. Das heißt, wir gehen woanders hin und schauen dann später nochmal vorbei.
Kryptas Moto Event immer da, wo wir sind dort, wo die sind. Eine langjährige Partnerschaft und selbstverständlich hat auch Kryptas Moto Event hier unseren Boden, beziehungsweise Krypt, das Automagazin und Moto Event gehört ja doch zusammen. Die haben auch coole Fahrzeuge da, das heißt auch hier in Halle 6, die sind gleich neben uns, zwei Stände weiter. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, auch hier noch keiner da. Das liegt aber daran, weil wir brutal früh dran sind, dass wir das Video für euch machen können. Und dieses Jahr auch, und das freut uns megamäßig, Philipp Kess, weil er hat sich immer ein bisschen davor gewehrt, aber jetzt sagt er selber, mega cool, er ist so froh, dass er einen Performance-Law hat, auch diesmal den ganzen Stand komplett gemacht. Und jetzt gehen wir mal kurz Hallo sagen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist die Lage? Gut. Entspannt. Wochenende gut überstanden? Ich würde tendenziell sagen, ein bisschen weniger als sonst los gewesen, fand ich zumindest. Aber auf jeden Fall wieder voll, ja. Kann man schon sagen. Was habt ihr Neues mit auf den Stand gebracht? Eigentlich nur die Supra von Tom. Ja. Und ich habe jetzt ja gerade noch so einen E36 angefangen, der einmal entlacktisch. Aber auch geile Idee, passend zum Standkonzept mit dem Neonfarben, ja, feiere ich total. Das war so der Plan. Eigentlich wollten wir unsere Baugerüste. Also die Baugerüste haben folgenden Sinn dahinter. Ich war einfach nicht mehr bereit, diese teuren Abhängungen zu zahlen, bin ich ganz ehrlich. Und habe dann einfach hammerhart die Baugerüste aufgestellt und habe da die Lampen reingegangen. Ne, cool. Dann gehen wir mal weiter. Viel Spaß noch auf der Messe. Dankeschön. Schönen Tag. Und danke nochmal fürs Bodenlegen. Ja, immer wieder, immer wieder. Ich will ja auch mal, dass ihr bodenständig seid. Du! Ist Union Not Racing? Grüß dich. Moin, Gianni. Wie ist die Lage? Soweit ganz gut. Ich habe heute noch das neue Showfahrzeug auf einem Performance Floor in der Halle 4 gefahren, tatsächlich. Ein Wiesbeck 2 von TJ Imports, der ja auch bei euch am Stand steht. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich meine, TJ, geile Socke, deswegen, ja. Ja, mega cool. Hier, wir haben auch junge Zuschauer. Was willst du mitgeben? Ja, mitgehen würde ich denen auf jeden Fall. Wir sind alle autobegeistert, das kann ich verstehen. So war ich als junger Mensch auch. Wir wollen mit It's Tuning Not Racing eine Plattform zum Austausch schaffen. Wirklich etwas schaffen, wo man etwas lernen kann. Und hier auf der ersten Motorshow gibt es viele tolle Leute, die einem zeigen, wie es richtig geht, wie es legal geht und wie es sicher geht. Weil illegale Straßenrennen oder auch Raserei, man merkt es immer mehr, die Zahlen schießen hoch, auch die Todeszahlen werden immer mehr. Und man kommt immer leichter an hochgradig PS-Fahrzeuge. Und da muss man wissen, wie gehe ich damit um und dass man das nicht auf öffentlichen Straßen macht. Das ist ganz wichtig. Guten Morgen. Hi. Wie ist die Lage? Ja, sehr gut, ne? Erstes Wochenende haben wir hinter uns. War's gut? Ja, ist sehr gut. Ihr habt ja auch einen Performance-Slot, deswegen haben wir gesagt, komm mal vorbei. Zufrieden? Sehr zufrieden, auf jeden Fall. Also sieht deutlich edler aus als die Teppiche. Und ist auch einfacher sauber zu halten. Also für uns, für die Messe ist perfekte Lösung. So, jetzt wird's türkisch. Jetzt wird's richtig türkisch. Türkisch für Anfänger, Lektion 1. Hallo, wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. In diesem Fall fangen wir an mit Os. Merhaba. Hallo, grüß dich. Nasasin. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, İyiyim, tamam. Was habt ihr alles mitgebracht? Also, wir haben den 992 Turbo hier im Hintergrund. Dann haben wir unseren RS6 C7. Dann haben wir einen Audi 200 GTO, das Projektfahrzeug von Walter Röhrl. Dann haben wir einen C8. Stopp. Projektfahrzeug von Walter Röhr. Genau, 1 von 4. Was ist der Wert? Ungefähr. Zwischen 1,2 bis 1,5 Millionen. Ja. Tomam. Gut, weiter. ich habe letztens versucht, da reinzusteigen. Ich wiege ja zwischen 75 oder 80 Kilo. Ich habe es fast nicht geschafft. Geil, darf ich mal reinsteigen? Wenn du es hinbekommst, darfst du es mitnehmen. Walla Wille, perfekt. Nein, nein. Das versuchen wir gleich mal aus. Walter, es tut mir jetzt schon leid, ich entschuldige mich. Ja, aber nein, Spaß. Okay, was habt ihr noch mitgebracht? Wir haben den RS6 C8. Wie viel PS hat er jetzt? Wir fahren jetzt aktuell 880, 900 PS. Und der C7? Ist immer mehr. Der fährt jetzt gerade auf 840 PS. Der war aber schon bei 960, gell? Ja. Ja. Ist immer möglich. Ja. Aber standhaft ist immer besser. Also diese eine Woche, wo ich den ja mal gehabt habe, werde ich nie vergessen. War einfach toll. Ja, es ist ein super Fall. Also mein Favorite ist immer noch der C7. Ich würde immer den nehmen. Ich weiß nicht, also der gibt mir, so wenn du den fährst, gibt er mir alles so zurück. Du kannst mit dem fahren, wie du willst. Der C8, der macht alles von alleine. Ja. Den kannst mit einer Hand bei 300 fahren.
fahr ich aber nicht, aber aber du weißt das. Nein. Ja, natürlich. Das ist nur Autofahren und das ist so halt alles modern. Ja, genau. Ja. Richtig. Und was ist das Rote da hinten? Das ist ein 991 GT3. Ich liebe dieses Fahrzeug. Wie findest du die Farbe? Jetzt mal ehrlich, rot oder schwarz? Der ist ja neuer, aber... Ja, kommt das Fahrzeug an. Also tatsächlich, ich bin eher ein Typ so weiß oder schwarz, ja? Ja. Aber der steht in Rot schon verdammt sexy da. Ja, ich würde den auch immer in Rot nehmen. Ja, wie so ein roter, geiler High Heel von einer Frau, ja? So diese Formen, dieses Bam, dieses... Ja. Ihr merkt schon, HD6 sehr, sehr performance-lastig, was auch gut so ist. Ja. Das heißt, ihr könnt einmal im Prinzip durch die Halle, in jedem Gang findet ihr irgendjemanden mit Performance-Floor, kommt vorbei. Habt ihr irgendwas, falls die bei euch vorbeikommen? Ja, immer. Wir haben immer was für die. Was ganz Neues, wir haben jetzt mal zum ersten Mal unsere eigenen Felgen hergestellt. Boah, ja, das ist sehr, sehr geil. Auch an der Stelle ganz liebe Grüße, sorry, hier zu meinem Schwager, Tobias Haug. An der Stelle wirklich Chapeau, geile Felge hast du gemacht. Da so... Einfach krass, weil noch nie gesehen davor, so ein ähnliches Design. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute vorbeikommen und ihr Feedback geben, weil es wird unsere Felge sein und ja, vielleicht haben sie ja Farbenwünsche. Da steht sie. Richtig, richtig geil geworden. Hier diesen Grill praktisch imitiert. Genau, am Anfang war es sehr schwierig. Ich dachte, ob es gut aussehen wird oder nicht. Und danach, als ich die fertig lackiert gesehen habe, dachte ich, wow, das ist es. Ja, was soll ich sagen? Es ist schon toll. Ich bin im Fahrzeug von Val Thoreur. Ich habe nicht gesagt, dass ich ganz reingehe, aber krasses Teil. Aber nee, passe ich nicht rein. Ich gucke das nur an und sage, nee. Alles in mir sagt, nein, das sieht nach Schmerzen aus. Lass es. Und zu sagen, es wäre was Tolles, Feuerwehr müsste kommen, müsste mich rausschneiden. Lass mal. So, wir haben hier auch jemanden, der relativ neu in der Performance-Law-Familie ist. Und zwar Fox Exhaust. Auch hier mega cooler Kontakt gewesen. Die Jungs selbst sind richtig locker drauf, richtig cool. Und da schauen wir jetzt auch mal kurz vorbei und sagen Hallo. Das Lustige ist, das ist er jetzt hier, habe ich kennengelernt auf einer Messeparty. Ist ein Berliner, der aber in der Schweiz lebt. Und er hat mir das weismachen wollen, dass er Schweizer ist. Beziehungsweise ich habe gedacht, er ist Schweizer. Auf einmal redet er Berlinerisch. Ich kick jetzt mal, was der so kann, ne? Nicht verstehe ich, falsche Baustelle. Gerade sage ich nur, du bist Berliner, der in der Schweiz lebt. Ja. Ja, kannst du kicken, wa? Kickst aber richtig jetzt, wa? Ja, aber so richtig, du. Das ist lustig, auf jeden Fall vorbeikommen. Wenn die Leute vorbeikommen, was habt ihr gerade in der Aktion? Wir haben auf jeden Fall aktuell 50% Messerabatt, egal was es gibt. Was wir neu haben, sind Titananlagen, noch nicht für alle Autos. Bis jetzt nur für den RS4. Soll aber auch in Produktion gehen, ist ein bisschen kostspieliger, aber ist natürlich interessant für die Leute, die auf Leistung gehen und auf Gewicht. Und sonst natürlich Mützen, Uhren, alles was das Herz begehrt, alles was mit Edelstahl zu tun hat. Ja, mega geil. Dann sag grüezi wohl, merci vielmal, gell? Merci gleich. Ja. Gut, wir machen weiter, wir schauen noch woanders rum und dann bis später, ja. Schöne Messe. Ebenso. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, so viel rumlaufen, kriegt man schon, und vieles reden, kriegt man schon einen trockenen Mund. Deswegen machen wir jetzt mal einen Abstecher bei Kopfgetriebeöl, die zufällig gegenüber sind. So ein Zufall. Oh ja, 1 plus 1 gibt 2, mal 3 gibt 6. ja, also schon ziemlich crazy hier, was er abgeht. 3 nehmen wir. Ja, läuft bei uns. Ja gut, doch. Wunderschön, wunderschön. Was gibt's Neues? Hoho, sollen wir mal in die Bar gehen? Ja, komm. Ja. Nein. Marillenlikör, möchtest du einen? Ja. Das ist kein Marillenlikör, das ist Marillensaft. Ich trinke keinen Alkohol während der Arbeitszeit. Genau. Nein, natürlich. Klar. Aber ich trinke nicht allein, das weißt du, gell? Ja, Prost. Boah, saugeil. Geil, oder? Der hat 2017 international Gold gewonnen beim World Spirits Award. Er war 2017 der beste Fruchtlikör der Welt. Krass! Riechst du gerne Wodka? Wasser meine ich? Ja, Wasser. Ja, sehr gerne. Eigentlich sehr schönes. V40, fünffach gebrannter Wodka, den haben wir jetzt hier so präsent auf der Essen-Motorshow. Das ist quasi unser, nennt man das denn? Premiere, oder? Premiere. Le Premiere. Ja. Tschüss.
Cheerio. Macht Spaß. King of the Gins, Ginzilla. Dieses Jahr tatsächlich auch International Spirits Award mit Gold gewonnen. Wir sind dieses Jahr der beste Gin der Welt. Mach mal einen, oder? Ja klar, du, jetzt ist voll egal, weißt du. Gib ihm. Ja, ich habe gerade im ganz trockenen Mund vom Reden, wie schön das gegenüber von Fox ihr rein zufällig da seid. So ein Zufall. Ja, genau richtig. Und Performance Law nach wie vor zufrieden? Mehr als. Wir haben ihn ja ausgiebig getestet. Habt ihr gesehen, was wir dabei haben? Sollen wir uns das mal angucken? Ja, guck mal an. Komm. Ferguson. Ja, genau. Masse Ferguson V8, 6 Tonnen. Ich glaube, wir sind einer von den Kunden von euch, sag ich mal, die das am krassesten benutzen, den Performance Floor. Also der hat jetzt, seitdem wir den haben, boah, ich muss kurz zusammenrechnen, es braucht ein bisschen, bin dumm. Ich glaube, der hat jetzt schon auf jeden Fall über 50 Messen gemacht. Und du weißt ja, Aufbau, Abbau, ja. Siff, jeder läuft rüber über die Kanten. Ja. Wir hatten Monster Truck schon draufstehen, wir haben mehrere Traktoren immer wieder drauf. Einmal ist ein Panzer drüber gefahren. Ich glaube, das war bei dir aber auch schon passiert, gell? Genau, bei Grip war das, ja. Und also ich habe außer einer Platte, ich bis jetzt noch nichts kaputt gegangen. Wir haben insgesamt, ich glaube, 130 Quadratmeter sind, wie viele Platten? 900, knapp 1000 Platten, oder? Ja. Da eine Verlust kann man machen, ein Promille Verlust. Muss ich sagen, ich bin großer Performance-Fan. Das freut mich ungemein. Soll ich dir die Platte nachher vorbeibringen? Nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Ein Promille Schwund ist immer. Ja. Promille. Wieder Wortspiel mit euch. Ja, nee, aber schön. Doch, hat super, wunderbar geschmeckt. Vielen Dank dafür. Und wir gehen jetzt weiter. Ja, Performance Law Friends, was soll ich sagen? Hier haben wir jetzt zwar kein Performance Law, aber jeder, der uns kennt, weiß ganz genau, dass wir uns für soziale Projekte völlig breit machen. Und auch hier haben wir ein Projekt. Und das Ganze nennt sich Heartbeat. Und erzähl mal darüber, was ist das? Project Heartbeat ist tatsächlich eine Zusammenkunft aus uns Eltern, sprich meiner Frau und mir, in Kombination mit unserem Sohn, der mit einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen ist. Wir sind in der glücklichen Position, dass wir dank Forschung und Studienarbeit an der Uniklinik Bonn wirklich Lebensqualität für unseren Sohn erhalten haben und möchten jetzt, nachdem er heute in die Schule gehen kann, ein nahezu normales Leben führen kann, möchten wir was zurückgeben und haben uns mit der Stiftung Kinderherzen zusammengetan, um dieses ganze rechtliche und juristische sicher abgedeckt zu haben, weil da ja Geld im Spiel ist, wo man rechtfertigen muss, wo es herkommt, wo es hingeht. Und da haben wir uns mit der Stiftung Kinderherzen zusammengetan, unser Project Heartbeat als kleine Stiftung gegründet, sammeln auf allen Events, auf Wanderungen überall, wo meine Frau unterwegs sind, einfach spenden, um diese Forschungsarbeit finanzieren zu können, weil leider Gottes muss Forschung privat finanziert werden in Deutschland. Das heißt, wenn ihr durch die Galerie lauft und euch zufällig was am Snackpoint holt und ihr bekommt Rausgeld, dann gegenüber einfach hier in die Spendenkasse reinschmeißen. Ich heb's nochmal rein. Project Heartbeat, kommt vorbei und helft den Kindern. Wir können die Welt natürlich nicht retten, aber wir können sie ein Stück weit schöner machen. Und wichtig ist, dass wir nachts ruhig schlafen gehen können, weil wir wissen, wir haben irgendwas Gutes getan. Jeden Tag eine gute Tat. Gut, wir gehen weiter. Vielen Dank. Danke euch. Gerne. Und zwar von Grip, das Motormagazin. Kennt man diese Jungs hier, die zwei Brüder? Ich liebe sie einfach. Man kann sie einfach nur gern haben, weil die immer gut drauf sind, immer lustig sind. Das heißt, auch hier natürlich selbstverständlich Performance Floor am Start. Sei es da oder da, völlig egal. Die sind auch richtig cool drauf. Guten Morgen! Schönen guten Morgen, mein Lieber. Ne? Alles ja, gut? Ja, soweit. Schön, dich hier zu haben. Wenn ich jetzt hier als Besucher bin, was kriege ich bei euch? Du, bei uns, wir haben unsere neue Merchandise-Kollektion. Seien es jetzt Shirts, seien es Pullis, seien es Caps, limitiert auf 100, Schlüsselbänder. Die haben wir jetzt dieses Jahr einfach an den Start gebracht. Einmal passend zu unserem Grip-Projekt, den Käfer. Und drüben zu unserem neuen Elfer-Projekt, auch den neuen Elfer auf dem Hoodie. Und wollen hier auf der Essener Motorshow auch einfach mal Gas geben, zeigen, wer wir sind, was wir tun und auch sagen, hey, wir sind jetzt da in dem Biss und geben Vollgas. Falls ihr die noch nicht kennt, woher kennen wir euch denn? Grundsätzlich würde ich sagen, auf RTL 2, Grip das Motormagazin, da haben wir eine eigene Sendung und geben da auch Vollgas. Ansonsten Social Media, YouTube steigen wir jetzt mit ein, also checkt auch unseren YouTube-Kanal ab, besucht auch auf Instagram und, da seid ihr auf dem aktuellsten bei uns. Was mir an euch am meisten gefällt? Ihr seid, wie ihr seid. Ihr verstellt euch nicht.
wenn dir was auf den Piss geht, sagst du das. Wenn dir was nicht auf den Piss geht, zeigst du das auch. Also wirklich mega, mega cool. Es ist auch genau das, was wir rüberbringen wollen. Bei uns gibt es kein Drehbuch. Wir sind so, wie wir sind. Wir sind in Real Life genauso wie im Fernsehen und machen da auch genauso viel Blödsinn. Ich brauche mich nicht zu verstellen. Wir sind alles coole Typen. Und wenn jeder real bleibt, hat jeder auch da mehr Spaß. Und ich denke, das macht es auch einfach aus. Absolut, absolut. Ja. Vor allem, nur weil man ein bisschen bekannter ist, ist mir ja nichts Besseres. Man ist trotzdem ein normaler Mensch und das vergessen manche. Leider. Genau. Das ist leider so, wir bluten alle nur rot und warum soll ich mich verändern? Wir sind real, wir sind geil, wir haben zusammen Spaß und das ist das Wichtigste. Absolut, absolut. Ja. Mein Lieber, wir gehen mal weiter. Bitte. Und es gibt noch einiges Gutes zu sehen, glaube ich. Ja, wir haben doch einiges hier liegen, ja, von dem her. Ja, auf jeden Fall bis später. Vielen, vielen Dank, bis später. Gerne. Passt auf euch auf, checkt es ab, seid mit dabei, auch sehr, sehr geile Typen. Dankeschön. Ja, Performance Club Friends, was soll ich sagen? Man sieht natürlich auch Boden, der nicht von uns ist. Und das mag ja auch in Ordnung sein, aber gerade mit dem Kunden gesprochen, da fällt sofort auf, dass dieser Boden Wellen schlägt ohne Ende. Das heißt, das ist keine Qualität, das ist nicht das, was der Kunde will, dass dieses Seitenteil wie eine Welle aussieht, sondern es soll schön gerade sein, soll sauber sein. Deswegen, es gibt viele mittlerweile, die da aus dem Boden kommen, aber die müssen wir überall wieder ein bisschen so einstampfen, ja, weil das ist keine Qualität, das will keiner und nachher sagen die Leute, ja, guck mal, der Performance sieht aber scheiße aus, dabei ist es gar kein Performance Floor. So, da muss ich mich jetzt mal auskotzen. Habe ich getan, weiter geht's. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Wie geht's? Gut, danke selber. Gut. Hast du gut geschlafen? Sehr gut. Ich nicht. Wie? Ich nicht. Wieso? Matratzen sind scheiße. Ja, mein Bett ist viel zu klein. Ich sage jetzt nichts. Ach ja, kennt man auch. Michel, kannst du bitte das bodenlose Frechheit nochmal auf diesem herrlichen Schweizer Dialekt machen? Bodenlose Frechheit. Genau, daher kennt man ihn. Na, klingelt's? Jetzt braucht ihr Nerven. Ich habe da jemanden aus Norddeutschland, der Typ ist total hängen geblieben. Ich liebe den aber so dermaßen. Der bringt einen eigenen Snackautomat mit hierher und lauter so Geschichten. Es kann nur einer sein und das ist unser Flo von Autokorrektur. Tropical Punch und dann nehmen wir das Lemon Lime. Nee, ich will das Blau, Mann, die 650. Hallo? Ich bin Gianni von Performance Floor, da stehe ich drauf. Hallo, ich bin Florian und ich mache, dass dein Licht so aussieht. Was geht? Ja, wenn der Gianni kommt, hole ich direkt den Schlüssel raus und mache den Automaten auf für dich. Das ist aber ganz arg lieb, da räumen wir mal richtig ordentlich leer, gar kein Thema. Auch mal interessant zu sehen, Performance Friends, wie funktioniert so ein Automat? Wie bricht man denn auf? Wie kommt man da rein? Das ist doch viel interessanter, oder? Hier, Blueberry Eis, mach mal auf, gönn dir mal. Dann haben wir hier Schokobons Crispy aus Dubai. Hast du mir schon gegeben, unglaublich geil. Was ist das überhaupt für ein Staubwedel, den du hier hast? Das nennt sich Mikrofon. Ganz praktisch. Können wir hier kurz? Top, ey, kann ich das behalten? Das war der Moment, wo er dich umbringt. Ja? Voll lecker. Top, dann nimmst du auch noch einen davon mit. Voll geil. Und noch einen. Für Marvin, ja. Warum eskaliert das immer so, wenn ich bei dir bin? Noch einen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen für dich was an deinem Stand. Was gibt's denn da so Neues? Wir machen zum Beispiel individuelle Sicherheitsgurte. Guck dir das mal an. Zum Beispiel auch so mit Performance Floor drauf. Geil, oder? Können wir mit allen möglichen machen. Habe ich in beiden Autos, also einmal im AMG und einmal im Dodge, gar nicht in der V-Klasse, im Victor verarbeitet. Ja, aber als nächstes machen wir es auch in dein Lambo rein, ne? Habe ich nicht. Ach, durfte ich das jetzt nicht sagen? Habe ich nicht. Gut. Darüber hinaus, was auch dieses Jahr mega gut ankommt, sind die Carflex. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon alle kennt. Nein. Weißt du nicht, was man damit macht? Nein. Dann muss ich dir das da drüben noch wieder zeigen. Carflex kommen einfach hinten ans Auto dran. Ist jetzt keine Werbung oder so, ist einfach, weil es geil ist. Ja. Ich kann auch nichts dafür, dass das so geil ist. Okay. Und guckt halt hinten raus, jeder guckt hin und denkt so, was ist denn da los? Und eigentlich ist das nur mit Klettverschluss, einmal hier dran. Und auch das könnten wir mal mit Performance Floor Logo oder so machen. Und dann könnt ihr das bei all euren Mitarbeitern und so einfach ganz easy da dran machen. Und schaut mega aus, hält natürlich bis 300 km/h. Geil, ne? Geile Idee, mal an der Stelle. Ja, und das gibt's dann auch mit jede Menge verschiedene Sprüche, wie zum Beispiel hier auch. Zum Beispiel für dich ganz interessant, Rain Wash Only. Okay, wie oft putzt du dein Auto? Ansonsten
natürlich unsere Scheinwerfercover. Haben wir schon gezeigt bekommen. Geil, ne? Ultra flexibel, ultra robust. Kriegst auch selbst du nicht kaputt. Einfach drauf, fertig. Mega geil. Ja, Performance for Friends, auch ein langer Partner mittlerweile von uns, Osram. Da gehen wir zu keinem anderen als zu unserem Steffen, unserem Herr Fischer. Guten Tag. Ja, grüß dich, Gianni. Auch hier wieder langer Partner, wie gerade erwähnt. Was habt ihr Neues? Ihr habt ja was Neues mitgebracht hier mit dem ganzen Halogen auf LED. Und erzähl mal. Ja, genau. Wir haben jetzt ganz neu mitgebracht, ich zeig's dir mal, die H1 in LED, zusätzlich zu der H4 und H7, wo es schon gibt. Zugelassen für verschiedene Fahrzeuge im Fernlicht und im Abblendlicht. Und wir haben die W5W als Standlichtlampe. Ich hol sie dir mal kurz. Standlicht auch zugelassen für verschiedene Fahrzeuge. Und hier gleich mal als Vorankündigung, Januar, Februar kommt ein richtiges Brett mit dieser Lampe. Ich kann noch nicht so viel verraten, wart's mal ab. Also ihr seht auch hier wieder Innovationen, neue Produkte auf der EMS. Lohnt sich auf jeden Fall hier vorbeizukommen. Also ich glaube, das rennt richtig gut mit den Glühbirnen, gell? Absolut, ja. Wahnsinn. Ja. Richtig geil. Weiß ich nicht. Wieso hast du Mikro und ich habe auch ein Mikro? Erzähl mal. Hi, Gianni. Sehr gut, danke. Das freut mich, ja. Und das Sven natürlich auch mit dabei. Seid ihr unterwegs ein bisschen? Ja. Ja. Interview und so? Ja, genau. Genau. Absolut. Sven, was gibt's Neues? Was ganz Neues? Wir haben die Nightbreaker LED an Bord. Sprich, du kannst deine alte Halogen rausschmeißen. Mittlerweile für sehr, sehr viele Fahrzeuge erhältlich, Herr Fischer, nicht wahr? Und tauschst einfach aus, Plug and Play, steckst die LED rein, funktioniert. 230% mehr Helligkeit auf der Straße. Das ist schon eine Ansage. Und die Lebensdauer, wie lang haben wir? Fünffache Lebensdauer. Fünffache Lebensdauer im Vergleich zu einer Standardlampe. Und vor allem mehr Sicherheit auf der Straße, ist ganz arg wichtig, ne? Ich zeige euch noch was, wenn wir schon hier sind. Was gibt's denn alles von Osram auch noch? Du bleibst mit dem Auto stehen, deine Batterie ist leer. Hier hast du eine mobile Starthilfe, hier kannst du sogar deinen Ram fremd starten. Mit diesem Ding hier, genau. Voll geil. Wie oft haben wir das schon gehabt? Ey, kannst du mal mit dem Überbrückungskabel kommen? Weil die normalen Starter, die sind ja riesig. Da ist ja gar kein Platz für. Von dem her schön klein. Hier kannst du mehrfach dein Fahrzeug starten. Hast zusätzlich noch eine Powerbank-Funktion und eine Taschenlampe dabei. Und eine Lampe dabei. Ja. Bei Osram muss eine Lampe dabei sein, sonst ja eben. Stern Performance Parts, auch schon lange ein Kunde von uns. Und ich sage einen wunderschönen guten Morgen. Oh, moin. Hi. Schön, etwas heißer. Ach so, schon so viel geredet? Ja, ja. So viel los bei euch? Ja, doch, war die letzten Tage ganz gut. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was man wissen muss bei euch? Ja, dass wir sehr individuelle Fußmatten anbieten. Ja. Ja, für jedermann individuelle Laserung. Also das heißt, jeder kann da sein Logo, Instagram-Namen oder so reinlasern lassen. Und wir gehen auf alle Wünsche ein. Ne? Mega cool. Halle 5 Stand? Was haben wir für einen Stand? C13. 5C13. Okay, schaut vorbei. Das heißt, ihr lauft bei uns am Performance vorbei. Holt bei Osram das eben gezeigte Licht und dann lasst ihr euch noch von Stern Performance Parts beraten. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Messe. Hat mich wie immer gefreut. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. Wir haben nochmal jemand, der auch Performance Floor hat in Halle 5. Also ihr seht ja, wir sind fast in jeder, was heißt fast, wir sind in jeder Halle vertreten. Sogar in Halle 5, wo dann praktisch auch die ganze Experience ist von Sven. Und auch hier jemand, den wir schon lange kennen. Der Marius, auch der hat mich angerufen, Gianni, ich brauche noch dringend Boden, wir kommen kurzfristig auf die EMS, kriegen wir das hin? Das sagt, ja, kriegen wir hin. Und auch da, die sind relativ neu im Business, deswegen auch da komplett mal hier der Marius. Moin, grüß dich Gianni, hi. Moin, alles fit? Hi. Alles fit, ja. Ich habe gerade euch ein bisschen so vorgestellt, wie lange gibt es euch jetzt schon? Uns gibt es jetzt schon, ja, ein bisschen länger nur, uns kennt noch niemand. Ah, das ist dann falsch von mir. Ich habe gedacht, ihr seid relativ neu im Business. Ja, aber ich in Deutschland neu jetzt, ja. Okay. Ja. Was macht ihr? Wir machen hauptsächlich die 4 Liter TFSI-Motoren von Audi, Urus, SQR, SQ8. Okay. Das sind die schnellsten auf der Welt. Okay. Ja. Wo kommt das Ganze her? Oder aus Katowice. Der Hauptsitz ist in Katowice. Wo ist das? In Polen. Gut, okay, in Polen. Ja. Bist ja auch selber Pole, ich daher. Bin selber, aber genau, ja, richtig. Deswegen. Aber ja. Ja, mega cool. Ich habe gerade gesagt, dass es relativ kurzfristig war. Ja, EMS, das gell? War der letzte Drücker, ja. Ja, aber trotzdem cool ich geworden. Ich habe nur Glück gehabt, dass ich überhaupt den Stand bekomme. Okay. Ja. Okay.
Ne, mega cool. Auch hier mit Performance Tour, selbstverständlich. Ja, ja. Selbstverständlich. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Wir kennen uns jetzt schon 6, 7, 8 Jahre. Ja. Verrückt, ist schon, ja. Verrückt. Ist schon länger, ne? Ja, absolut, absolut. Ja. Ne, auch hier, Halle 5, schaut vorbei bei den Jungs, lasst euch beraten, lasst euch zeigen, was es alles gibt. Und ja, wir gehen dann mal weiter. Dankeschön. Gerne doch. Bis dann. Bis dann, ciao. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist die Lage? Die Lage ist gut. Und bei dir? Auch ausgeschlafen? Ja, heute Nacht habe ich super geschlafen. Ja, ich habe gehört, er hatte mega viel Stau heute Morgen. Wer? Ihr. Warum? Und wir waren hier, aber es war noch keiner da. Und Michel. Also, ich sag ja, wir haben lange geschlafen. Okay. 9 Stunden haben wir heute Nacht geschlafen. Das und in einem Bett. Ist Rekordzeit. Wieso, wo habt ihr davor geschlafen? Ich habe auf einer Couch geschlafen. 3 Nächte. Kreuz schreit wahrscheinlich Juhu. Ich buche das Haus mit 5 Schlafzimmern. Weil wir haben so viele Freunde. Einen haben wir zu viel kalkuliert. Dann habe ich gesagt, ey, ich schlafe hier im Schlafzimmer. Ich schlafe auf der Couch. Du bist so gutmütig. Ja, aber jetzt kann ich gut schlafen. Jetzt habe ich zwar Kreuzschmerzen, aber... Was gibt's bei dir Neues? Vieles. Apropos, Gratulation zum Award. Danke. Doch, da kann man mal klatschen. Nein, wirklich, Gratulation, wunderschöne Felge. Verdient. Danke. Danke. Die nächste ist jetzt im Rennen nochmal, ne? Ja. Wo ist das Ganze? In Halle 7? Halle 3. Halle 3. Also jetzt geht es ja um die neue Felgen schon wieder. Das war ja der Pokal vom letzten Mal. Was müssen die da machen? Im Prinzip gibt es da so eine Liste, wo alle Marken draufstehen. Und da müssen sie ankreuzen. Habt ihr gehört? Halle 3. Ankreuzen, ausfüllen, abgeben. Levella. Geist, oder? Gut. Rabattaktion. Ich komme noch mal zu dir, gell? Nein, wir sind fertig. Rabattaktion, der ist schon online. 10% auf Felgen. Gib doch mehr. Hab schon 10. Gib doch mehr. Okay, versandfrei aus. 10er? Gut, okay. Wie nennen wir das Ganze? Wie? Wie ist der Rabattcode? Bei uns? Ja. Messevorort.de. Hashtag hier vor Ort. Okay, Online-Shop? Online-Shop. Können wir es eigentlich machen? Die können es in Warenkorb-Bestellung machen und dann können wir dann nochmal die 10% machen. Sonst müssen wir es jetzt theoretisch auch anlegen. Könnten wir jetzt auch eigentlich, ja. So habe ich es auch machen müssen, dank dir. Okay, wie machen wir? Hashtag? Sexy Chani. Die schreiben das eher falsch alle. Ja, mit I von mir aus. I-A-N-I. Giani, ja. Giani. Wir können das nochmal in der Social Media zeigen. Weil Sexy Mutlu, ja... Ist wir schon machen Hashtag PF. Also, okay. Also, Hashtag PF bekommt ihr beim Mutlu im Onlineshop 10% und hier vor Ort bei den Felgen 10% und kostenloser Versand. Ja. Tut weh, gell? Ja. Nimm mal ein bisschen. Was weh tut, ist nachher bei dir, wenn ich bei dir vorbeikomme. Wir sind schon fertig, der Gutscheincode ist sowas von drin. Aber diesmal war ich wenigstens nüchtern. Ja. Ja, Performance Law Friends, natürlich, selbstverständlich. In Halle 7, wenn man reinkommt, gleich bei H&R Performance Law. Auch schon seit letztes Jahr und auch hochzufrieden. Und auch dieses Auto im Hintergrund von Holy Hall kennt man. Und zwar waren wir dieses Jahr bei XS Car Night und da haben die ja das Auto praktisch rausgebracht, selbstverständlich auch auf einem Performance Law. Da haben wir diese Stadt Grid gemacht. Da haben wir ein Foto bekommen und das Bild haben wir bekommen und da hieß es, kannst du das machen, dass es aussieht wie damals, als die Autos da wirklich gestartet sind. Und das haben wir erfolgreich gemacht. Das heißt, Holy Hall mit diesem Auto bekannt geworden, weil sie das released haben und selbstverständlich auf eine Performance Floor, was uns natürlich auch megamäßig stolz gemacht hat. Und bei H&R auch in Halle 7 vorbeischauen. Die haben bestimmt auch die ein oder andere Messeaktion. Ihr Performance Floor Friends, auch hier Keskin mit am Start. Die haben natürlich auch selbstverständlich den Performance Floor, wie sich das gehört, in Halle 7 gereizt rüber zum Halle 8. Praktisch direkt am Durchgang. Und da fragen wir jetzt einfach mal jemand, wie geht's? Guten Tag. Hallo, grüß dich. Performance Floor, wie zufrieden seid ihr mit unserem Boden? Sehr zufrieden. Jetzt sind jetzt auch schon ein paar Messen dabei, gell? Die dritte Messe und wir sind sehr, sehr zufrieden. Das freut uns natürlich. Was habt ihr im Angebot? Alles, Felgen, Reifen, alles, was das Auto jetzt begehrt. Und Messeangebote habt ihr auch? Haben wir auch, bis zu 30%. Bis zum 10.12. war es auf dem Stand erhältlich. Perfekt, kommt vorbei. Herzlich willkommen hier bei Heartbeat Racing. Michael Winter, Nitro Olympics Gewinner dieses Jahr.
Da werden wir auch gleich noch was dazu sagen. Das ist einer von was weiß ich wie vielen. Da hinten steht auch nochmal ein Dragster von ihm, der auch Performance Law gebrandet ist. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt mit den Leuten wahrscheinlich eher nicht. Gut, dann halt nicht. Gehen wir nachher nochmal rüber. Und da dieser sympathische, kleine, schlanke Knuddelbär, so wie ich halt auch einer bin, der ist so toll. Jetzt hören wir mal zu, was er so zu berichten hat. Guten Tag. Na, wie geht's dir? Alles gut? Ja, selber? Ja, natürlich. Stellen wir dich gerade? Nee, er stellt mich nie. Das ist schön. Wie viel Performance Floor hast du jetzt hier liegen? Knapp 100 Quadratmeter. Genau. Perfekt. Oh je, jetzt kommt der auch noch. Oh je. Oh je. Jetzt den Hakos da unten. Ja. Den Thomas schauen. Hallo. Wir machen hier mobilen Reifenservice. Ja, Reifenservice einmal flicken für den jungen Mann hier. Ja, sehr geil. Ja, also wenn das, nicht, wenn das kein Service TJ ist. TJ Imports Express. Wir helfen sofort. Genau. Das ist schön. Man hört schon, um was es hier geht. Achtung. So, erzähl Michael. Nitro Olympics gewonnen dieses Jahr. Jawohl, richtig, genau. War sehr spektakulär für uns. Wir haben mit dem Fahrzeug genau 4 Läufe insgesamt gemacht und haben im 4. Lauf eine 6-6 gefahren. Was in Europa schon ziemlich spektakulär ist. Gibt wenige, die das so in der Art hinkriegen. Genau. 6-6 auf der Viertelmeile. Genau, richtig. Aus dem Stand auf die 400 Meter 6,62 Sekunden und 339 km/h. Ist eine Ansage. Ist ja. Eine Ansage. Du fährst ja selber? Jawohl. Kackstift in der Hose, wie groß? Null. Respekt ist da, aber Angst darfst du keine haben. Genau. Mega cool, mega cool. Das heißt, auf jeden Fall hier Heartbeat Racing schafft vorbei. So ein sympathischer, cooler Typ. Du hast auch noch einen Stand in Halle 3, gell? Jawohl, genau. In Halle 3 habe ich auch noch einen kleinen Stand. Einfach für Freunde, Bekannte. Genau. Guckt einfach mal vorbei. Oder ihr wart schon, ich weiß noch nicht. Wir waren schon dort, ja. Und haben da mal kurz ein bisschen geguckt und so. Und dann habe ich dir angerufen, wo du bist. Und dann hast du gemeint, in Halle 8. Genau. Das ist halt immer der Stress, wenn man mehrere Stände hat. Ich kenne das von früher noch. Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Ja. Wobei, 10 Kilo habe ich auf der Messe verloren in der Zeit. In den 2 Wochen war auch nicht schlecht. Ja, heute lege ich sie eher zu. Ja, ich weiß, du bist schlanker. Lass mich. Ja, nee. Ja, aber du hast mit Rauchen aufgehört, oder wie war das? Ja, hatte ich mal. Ja, tatsächlich. Ja, ja, ich bin wieder auf einem gesunden Lebenstrip. Ich muss was sehr ändern. Gut. Ja. Ja. Wir können ja eine Wette abschließen. Machen wir dann nach der Kamera. Vielleicht besser. Ach so, nein, gleich mit Zeugen. Du kannst auch vor der Kamera machen, das ist kein Problem. Ja. Okay, was werden wir? Ja, weiß ich nicht. Abnehmen oder rauchen? Also ich würde es abnehmen nehmen, weil da haben wir beide was davon. Okay, weil momentan sind wir schwer in Ordnung. Hätte ich auch sagen. Dann gucken wir, dass wir in Ordnung sind. Was machen wir? Wer am nächsten abnehmen bis zur nächsten Messe? Bis zur nächsten Messe. Genau. Was werden wir? Überlegen wir uns mal. Vielleicht lassen wir das sogar die Zuschauer. Wollte gerade sagen, schreibt doch mal in die Kommentare. Ich meine, essen gehen wäre super, wäre jetzt kontraproduktiv und wäre jetzt nicht so toll. Schwierig, ja. Aber so Fahrt im Dragster wäre auch mal cool. Klar, kriegen wir hin. Und dann überlegst du dir, was du noch möchtest. Okay, ich überlege mir was. Oder wir hören, was die Jungs im Internet schreiben. Genau, richtig. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Gute Idee, machen wir. Genau. Wir machen weiter. Genau. Ach gut. So, wie machen wir das mit dem Bild? Wir müssen ja irgendwann anfangen. Top. Die Wette gilt, würde jetzt Thomas Gottschalk sagen. Gut, okay. Dann schauen wir mal vorbei. Oxitec, ganz neuer Kunde, der auch gesagt hat, hey Jungs, Messe, möchte ich euren Boden haben. Und hat auch gleich gesagt, er ist so begeistert, er möchte gleich nochmal mehr haben. Und sagen wir auch mal kurz Hallo, hören uns rein, was die so machen. Gehen wir mal vorbei. Guten Tag. Ein wunderschön. Wie ist die Lage? Sehr gut. Sehr gut. Ja? Messe zufrieden? Wunderbar zufrieden bis jetzt. Ihr habt eine Zapfanlage? Wir haben eine Zapfanlage, ja. Bodenlose Frechheit. Ja, wir sind die Einzigen. Voll geil. Ja, was habt ihr denn für ein Bier? Warsteiner. Lecker, lecker Bierchen, ja natürlich. Da kommen gleich wieder Erinnerungen auch von letztem Jahr, gell? Da habe ich nicht mehr aufgehört. Und Hannover, oder? Da wart ihr auch. Ja, ja, gut, man kennt mich. Ja, ja, Hannover haben wir auch getrunken, ja. Mhm. Was meinst du? Gleich könnt ihr eins haben. Ja, schön. Was genau macht ihr? Wir reinigen Motoren von innen mit Knallgas. Okay. Heißt, wir haben Geräte, die produzieren das Knallgas. Das Auto zieht das Gas an, den Motorraum rein. Und dann entsteht im Motor eine Pyrolyse. Das heißt, der Kohlenstoff, die Verkokung, verbrennt mit dem Knallgas zu Kohlenwasserstoffen. Okay. Und dann wird der Motor drin komplett einmal durchgereinigt. Mega. Wie kommt man auf sowas? Ein Spanier vor sehr, 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 sehr vielen Jahren. Also seit 96 haben die daran rumgetüftelt und mittlerweile seit
2014 mit unserem Maxi Plus, das stärkste Gerät am Markt, in über 60 Ländern vertreten. Mega krass, okay. War in Deutschland nicht so ganz gewollt. In Frankreich, deswegen. Italien, Spanien ist es halt so relativ normales Verfahren und in Deutschland ist halt lieber tauschen anstatt reinigen. Mhm. Und ist mehr verdient, klar. Aber wirklich in anderen Ländern ist es Nonplusultra. Das war, also in Frankreich hat es fast jeder. Performance Floor habt ihr jetzt auch wie lang? Im Performance Floor? Ja, 3 Tage vor Abfahrt von der Messe. Genau, deswegen ganz frisch hier in der Performance Floor Familie. Genau. Doch mega, freut mich auch nach wie vor. Ja, wird noch größer und dann noch mit LED-Leisten und weiß ich was und so alles. Kommt mega alles. Cool. Ja. Doch, freut uns, wenn ihr zufrieden seid. Wir genießen jetzt kurz ein Bierchen und dann gehen wir weiter. Genau, machen wir so. Ja, und jedes Jahr haben wir ja irgendjemand, der mal in die Kamera was sagen möchte. Und heute haben wir, wie heißt du? Jan. Wie alt bist du? 17. Wo kommst du her? Niederkassel, Köln. Köln? Ja, hier vorne. Kölsche Jung. Ja, du, das ist ja super, ne? Was machst du heute hier? Wir sind mit der Klasse hier, ja. Wir machen eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker. Das ist doch mal geil, mit der Schulklasse hier auch. Noch nie gehört. Ja, das ist cool. Und einen Tag dann und dann heute Abend geht's wieder zurück. Ja, heute Mittag gleich schon. Ja. 14.30 Uhr. Okay. Ein knackiger Zeitraum, du. Da müsst du noch ein bisschen was machen, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch. Ja. Ja. Wo warst du bis jetzt schon? Wir sind da vorne diese Rennen gefahren. Mhm. Online-Simulator-Rennen. Mit der Bundeswehr habe ich Liegestützwette gemacht. Okay. So. Und ja, sonst einfach Autos, Motoren angeguckt, bisschen gelernt noch darüber. Ja. Top. Wer hat gewonnen bei der Bundeswehr? Ja. Du? Wie viele hast du gemacht? Ich habe 41, glaube ich. Wie alt bist du? Ich bin 17. Da konnte ich das auch noch. Gut, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ey, ich habe anders ausgesehen vor ein paar Jahren, keine Angst. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und schön Performance Floor folgen, ja, weil alles andere ist eine bodenlose Frechheit. SDR-Gutachten, auch natürlich selbstverständlich mit Performance Floor ausgestattet, auch hier in Halle 8. GTR kennt ihr noch von letztem Jahr, der Lamborghini Killer nennt man, genau richtig. Ja. Bugatti Killer, sorry, ja, ich korrigiere mich, der Bugatti Killer, wie er ihn nennt. Wir wollten einfach mal was anderes haben und er hat dann gesagt, ja, gar kein Thema, bringe ich euch den anderen. Und der steht ja jetzt auch bei uns auf dem Stand, auch hier eine mega Freundschaft raus geworden. In der Stelle liebe Grüße an euch zwei. Und ja, schaut vorbei. Die sind unter der Woche ein bisschen weniger da, weil die haben ja noch eine Firma, wo sie nachschauen müssen. Aber am Wochenende sind sie Vollgas da. Das heißt auch hier. Das war's eigentlich, jetzt sind wir überall durch. Wir haben noch ein paar, wo Boden liegt, wo aber gerade echt schwierig ist, hinzukommen, dran zu kommen. Deswegen an der Stelle an alle, die Performance Floor haben, die jetzt nicht hier drin waren, seid mir nicht böse, wir holen es auf jeden Fall nach. Und dann gehen wir noch einmal kurz zu uns zum Stand, weil ich habe noch was zu sagen. Ja, Performance Floor Friends, was soll ich sagen? Schön war's. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, unsere kleine Rundtour hier auf der EMS 2023. Und was schätzt ihr? Schätzfrage, wie viel Performance Floor liegt auf der EMS 2023? Schreibt es in die Kommentare rein. Der Erste, der das richtig erraten hat, bekommt von uns ein komplettes Merch-Paket zu Weihnachten zugeschickt. Und lasst euch nicht blenden von dieser schlechten Qualität anderer Anbieter, weil starke Partner fordern Qualität und Präzision. Ihr habt gesehen, was für starke Partner wir an der Seite haben. Und deswegen macht's gut, alles Gute, schöne Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch, was man sich nicht mehr sieht. Ich hab euch lieb, ich mag euch und deswegen wünsche ich euch alles Gute. Bis dann, ciao, ciao, tschüss, ciao, ciao. Halt, ich habe noch eins vergessen. Moment.